Es sind schreckliche Dinge geschehen. Tess wurde gebissen und damit infiziert. Sie hat sich geopfert, um uns Zeit zu verschaffen, denn wir wurden hier im Rathaus leider entdeckt. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Du, Tess. Du, komm mit. Ja, Sir. Und hier leider der traurige Beleg. Tess ist tot. Aber komm, Ellie, wir müssen flüchten. Sie werden bald hier sein. Für sie. Sie wollte es so. Wir müssen Ellie zu den Fireflies bringen. Vielleicht ist sie der Durchbruch in der Forschung gegen dieses Virus. Wir müssen weg. Oder die Sporen oder was auch immer. Los, lauf! Und springen, aber ein bisschen besser als Joel. Komm. Du hast noch junge Beine, du kannst das besser. Ja, siehste. Was ist denn das hier für ein Raum? Raum des Bürgermeisters? Oh. Wenn, dann ist der hier der Bürgermeister. Und er hat sich wohl erschossen, bevor er selbst zu einem infizierten Monster wurde. Ich würde das ehrlich gesagt auch tun. Also ich hätte keinen Bock, da als Zombie rumzulaufen. Ich würde mich irgendwie umbringen, wenn ich infiziert wäre. Das so nebenbei. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Ich weiß es nicht. Wir müssen hier irgendwie dran vorbei. Komm, hier lang. Wir dürfen uns nicht entdecken. Entfernen wir uns so weit es geht. Hier durch, lauf. Na los. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Shit, da kommt einer. Los, Ellie. Wir müssen hier durch. Da sind Kapseln. Ich check mal. Oh, da kommt einer. Oh mein Gott, den müssen wir umlegen. Ganz schnell. Komm, 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 komm. Hier sieht's auch keiner. Oh, das war knapp. Zu knapp vielleicht. Ja. Die haben das gehört, wie ich ihm den Kopf zertrümmert habe. Box ihn. Na, schnell. Nein, er ist ausgewichen. Was ein Pech. Jetzt weg. Komm, komm, lauf. Verdammt. Wo sind sie? Da nähert sich einer. Das Jagdgewehr ist sehr stark. Habe das Ziel entdeckt. Oh, man muss aber relativ lange nachladen. Der wird angeschossen mit dem Jagdgewehr und sagt ganz nüchtern, ich habe das Ziel entdeckt. Ja. War nah an dem Headshot dran, aber okay. Kann man mal so analysieren. Dem haben wir das Rückgrat gebrochen, du. Hat aber nicht anders verdient. Einer lebt noch, soweit ich weiß. Ja, das Jagdgewehr ist schon eine geile Scheiße. Damit können wir regeln. Ich glaube, der ruft Verstärkung oder sowas. Laufen wir einfach. Wo geht's denn hier raus? Verdammt. Hier ist keine Tür, ne? Nee. Wir müssen einen Umweg finden. Das ist nur eine Leiche. Da habe ich mich kurz erschreckt. Da lang. Los, Ellie. Aber ich glaube, er hat gesehen, wie wir hier lang gelaufen sind. Ein Brett. Sehr schön. Ich bezweifle, dass das die einzigen Feinde waren. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Oh, da vorne sind sie. Deckung. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Zu viele auf jeden Fall. Wir müssen jetzt vorsichtiger sein. Gegen die dürfen wir kein Gefecht anfangen, sonst sieht's schlecht aus. Habe ich Messer? Eins. Ah, verdammt. Oh nein! Scheiße! Wieso kamen die jetzt zu zweit da lang? Oh Gott, da ist der Nächste. Hey, lass ihn hier. Kapiert? Scheiße, der ist gepanzert. So, den hätten wir. Und den glaube ich auch. Oh, shit. Der große Nachteil beim Jagdgewehr ist halt, du musst sofort nachladen und es dauert relativ lange.
Nein, daneben! Deswegen danach sofort auf den Pistol wechseln. Dich schnapp ich mit dem Brett! Wenn ich treffen würde. Scheiß Dreck, verdammter! Mann, ging das schief. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen öfter lauschen. Und ich denke, es wäre auch keine verkehrte Idee, wenn wir tatsächlich mal den Lauschmodus erhöhen. So. Jetzt können wir über eine weitere Distanz das Geschehen mitbekommen. Das ist echt wichtig. Da muss ich wieder reinfinden. Eigentlich war ich da ziemlich gut. Aber in letzter Zeit läuft es nicht mehr so wie am Anfang. Das wird noch sehr wichtig. Naja, immerhin haben wir jetzt alle ausgelöscht, denke ich. Nein. Zu früh gefreut. Aber die wissen nicht genau, wo wir sind. Okay, sie begeben sich auf die linke Seite. Dann machen wir das Gegenteil. Und versuchen, über rechts zu entkommen. Da vorne ist schon der Ausgang. Wir können auch versuchen, sie abzulenken. Eine Flasche habe ich noch dabei. Komm, das muss es doch jetzt sein. Darauf müssen die doch reagieren. Okay, so dumm sind sie scheinbar nicht. Der eine geht links lang, der andere rechts. Es wird wohl zwangsläufig wieder zu einem Kampf kommen. Oder? Der hier ist doch ein bisschen blind. Da ist der Ausgang. Ja, halt doch die Klappe, Ellie. Lecker Schokoriegel. Kann man in so einer Situation schon mal gebrauchen. Los, raus hier jetzt. Boah. Das ging gut. Aber wo lang? Bleib unten. Die führt zur Park Street. Ja, geh mal da lang. Boah, nee. Shit. Na, geh doch durch. Oh nee, Spuren. Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich gehe hier lang. Sieh hier drüben nach. Damit sollten alle Zweifel beseitigt sein. Ellie ist wohl wirklich immun. Komm schon, mach einen Fehler. Nein, mach du einen. Und du bist auch schon dabei, das zu tun, Freundchen. Dem hau ich's Messer rein. Das muss jetzt schnell gehen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass der andere direkt angerannt kommt, aber der ist wohl ein bisschen zu blöd dazu. Okay, dann stellen wir mal ein neues Messer her. Wir haben genug Zeugs. Schnell, Jones! Medikit geht auch noch. Aber jetzt aufpassen. Den da hinten müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. Ja, ich habe nur einen Schuss. Oder? Ja. Leider habe ich nur einen Schuss mit dem Jagdgewehr. Der kann natürlich nicht so viel sehen, das ist gut. Das ist sehr gut, aber ich denke, er wird sich gleich umdrehen. Vielleicht schaffen wir es vorher noch, ihn zu greifen. Ich laufe jetzt einfach. Ja, ich habe ihn. Okay. Das wurde gut gelöst. Mist. Aber wir sind noch lange nicht safe. Und diese U-Bahn habe ich jetzt nicht so spannend in Erinnerung. Hier ist es auch relativ dunkel. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, weil auf YouTube sieht das ja alles nochmal ein bisschen dunkler aus als hier bei mir im Spiel. Das liegt, glaube ich, am YouTube-Konverter, keine Ahnung.
Eieiei. Hauptsache, wir leben noch. Das darf man nie vergessen. Wir haben mega viel Glück. Aber es sieht halt hier auch wieder sehr geil aus, oder? Diese uralten Subway-Züge. Klar, auch etwas gruselig, aber so muss das ja auch sein. Oh nein, Wasser. Ja. Uns fällt schon was ein. Das ist ein Problem. Ist ja auch verständlich, dass sie es nicht kann. Sie ist ja in dieser Quarantänezone aufgewachsen. Und dass man das da nicht lernt, finde ich nachvollziehbar. Konnte man nicht auch tauchen? Ja, die Frage ist nur, was bringt uns das? Wir müssen irgendwie einen Weg finden, Ellie da lebend durchzubringen. Wartet mal. Ich weiß halt auch nicht mehr, wie das genau ging. Diese Stelle hat mich so ein bisschen angekotzt. Vielleicht ist da hinten was. Wenigstens gibt es hier keine Gegner mehr. Zumindest keine Soldaten. Bei Infizierten weiß man nie. Oh, Frösche. Na, die tun uns ja hoffentlich nichts. Tja, ich fürchte, wir müssen da durchtauchen. Aber aufpassen. Joel hat nicht so viel Luft. Gibt's hier irgendwas in den Zügen? Hat hier jemand was vergessen oder verloren? Ellie? Ellie? Bist du noch da? Oh ja, sag doch was, Mann! Ich frag mich allerdings, wie sie da jetzt durchgekommen ist. Eine Schmugglernotiz, was ist das denn? Hey, da, sie geht noch! Was geht noch? Oh, sie hat eine Lampe gefunden. Das ist gut. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier durch diesen komischen Gang? Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Na, ich schau trotzdem mal, was da abgeht. Immerhin, unter Wasser sieht man ein bisschen mehr. Auch mal interessant. Ich glaube, hier sind ein paar Items, die man sich krallen kann. Wie diese Kapseln zum Beispiel. Wir wollten ja eigentlich unsere maximale Gesundheit erhöhen, aber Lauschmodus erschien mir dann doch etwas klüger. Für den Moment. Und ich glaube, wir können auch in diesen Waggon hier reintauchen. Oh. Was gibt's da denn? Ah, siehste? Ein paar Zahnräder. So, jetzt schnell umschauen. Firefly-Anhänger. Okay, keine Zeit mehr. Da unten diese blaue Linie neben den Leben. Das ist Joels Luft. Okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Ich glaube, dieser Weg ist immer für Ellie. Aber spätestens hier ist finito. Wir müssen also eine Möglichkeit finden, sie darüber zu bringen. Oh, da ist ein Brett. Ja, ja, solche Passagen wird es auch öfter geben. Sie soll einfach auf dieses Brett drauf gehen. Ellie, komm her. Put, put, put. Kindchen, wo bist du? Wie sie so gar nicht auf mich achtet, ne? Steig da drauf. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tut mir leid. Halt dein Gewicht. Wenn du reinfällst, dann... Richtig. Ja. Ich hab dich. Ist das ein bisschen bitter. Aber Joel ist ja kein Vollidiot. Ist das nicht sogar eine Leiter da? Ja. Hilf mir! Übrigens, ich frag mich gerade,
Wie kann er eigentlich mit dieser Maske tauchen? Ich hab sie. Geht das? Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber normalerweise... Ach, egal. Wenn da jemand Bescheid weiß, dann schreibt's mir in die Kommis, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute von Naughty Dog da nicht wirklich aufgepasst haben. Okay, nicht mehr raus hier. Es wird schon gehen. Aber es ist ein bisschen schwer vorstellbar. Ist das hier wirklich schon der Ausgang? Ja, super. Dann haben wir diesen Shit ja hier auch schnell hinter uns gebracht. Weil, wie gesagt, ich mag diese U-Bahn-Passage nicht so. Ah, erst recht nicht, wenn das Licht ausgeht. Vielleicht ist da unten noch irgendwo das ein oder andere Item. Aber ich springe da jetzt nicht mehr in die Schoße rein. Ich verschwinde von hier. Aber sieht schon brutal aus, oder? Dieses Gewächs. Wie sind diese Sporen ausgebrochen? Es wäre nicht schlecht, das mal herauszufinden. Tageslicht. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Stimmt wohl. Aber Joel bleibt weiter auf Distanz. Naja gut, schon auch ein bisschen verständlich. Ich meine, er hat gerade eine sehr gute Freundin verloren und wer weiß, was noch zwischen den beiden war. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Wie schön das hier aussieht. Für Ellie muss das was ganz Besonderes hey, sein. Schon mega traurig, wenn man sowas noch nie gesehen hat, ne? Wenn man nur diese schmutzigen Gassen kennt. Man kann hier noch einiges finden. Natürlich stecken wir alles ein. Aber es ist wohl wirklich besser, nicht mehr über Tests zu reden. Zeit für Emotionen ist in so einer Situation wohl nicht. Okay, ich denke, wir haben hier nichts verpasst. Vielleicht auf den Felsen, aber... Es wird schon nichts Gravierendes sein. Ich denke, wir sollten den richtigen Weg einschlagen. Aber ich finde es hier wirklich sehr schön mit dieser Sonnenuntergangsatmosphäre. Auch wie das Licht vorhin auf diesen kleinen, auf diese kleine Pfütze oder den kleinen Teich geschieden hat. Wunderbar. Aber wie kommen wir da jetzt rein?
Das sieht abgeschlossen aus. Oh Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Das denke ich auch, ja. Och, komm. Wow, da. Was denn? Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Ja, sie ist tatsächlich fasziniert davon. Ich musste das einfach tun. Ja, verstehe ich. Joel hat natürlich für sowas nichts mehr übrig, das ist klar. Aber er kennt es ja auch schon aus der Zeit, bevor alles den Bach runterging. Ich würde aber sagen, für uns geht's im nächsten Part von The Last of Us weiter. Schaltet wieder ein. Bis dann.